Schön, dass ich reiche, Herr Maulwurf. Ich hoffe, es geht Ja. gut gesundheitlich. Ja, doch, doch, danke der Das freut Nachfrage. mich. Ich müsste nur eben Das die ist. Kartoffeln vom Herd nehmen, wenn Sie eine Minute Zeit erübrigen Natürlich, könnten. hab ich. Ja, Machen Sie mal. nicht, dass ich das Machen Sie mal einen Liter. vergesse. Nein, um Bis Gottes Willen, gleich. oder so. Ja. Hallo, junger Mann. Ja. Ja, da Haben ist Sie er die Liter wieder. Kartoffeln vom Herd? Ja, auch Ja. abgegossen, bevor ich das auch noch Auch vergesse. abgegossen. Was gibt's Schönes, Herr Maulwurf, zum Abendessen? Ja, ich habe nachher noch, wenn Sie ein bisschen, sagen wir mal, abgedampft sind, dann mache ich da Ja. Bratkartoffeln draus und Schnitzel. Ja. Na, wunderbares Essen. Ja, das dann gleich Wunderbar. für 2, 3 Tage, dass da Ruhe auch ist, ne? Na ja, gut, man kann ja ein bisschen vormachen, ne? Oder vorkochen, ne? Ja, deswegen, Genau, ja, ne? ist ja alles nicht so Ja. einfach. Nee, ist nicht alles so einfach, ne? Nee, wohnen Sie alleine oder? Ja. Oh ja, das ist aber ein bisschen einseitig denn für ein paar Tage, ne? Oder? Naja, was soll's, ne? Na ja, gut oder so, ne? Dann guten Appetit, ne? Wünsche ich Ihnen dann nachher, Ja, das ne? dauert Lassen jetzt Sie ja sich, noch ein bisschen, ja, weil die das müssen ja dauert noch, erst noch ja. mal, sagen wir, so ein bisschen Ja. runterkühlen, sonst verbrennt man sich Ja. da ja die Griffel bei der Handhabung. Ja. Ne? Also wir im Norden, ne? Ich komme ja ursprünglich aus Mecklenburg-Vorpommern, ne? Arbeite jetzt in Hamburg, ne? Wir Ja. machen das ja so nicht von gekochten Kartoffeln, sondern von rohen Kartoffeln, ne? Ja, ist ja nicht gut, ne? Also in der Schale sind ja im Prinzip die ganzen Nährstoffe, ne? Und durchs Kochen werden die Ja. ja quasi gelöst. Ja. Ja, kann man die Schale kann man mitbraten, das ist gar kein Problem, ne? Ja, Dann nimmt man ja. einfach einen Gemüsehobel, ne? Macht feine Scheiben aus der rohen Kartoffel, ne? Genau. Und bratet sie so, ne? Das geht, aber das ist von Landstrich zu Landstrich eben unterschiedlich, ne? Ja, das stimmt. Ich habe jetzt jüngst auch von meinem Enkel, der war in Hamburg, erfahren, dass sie im Norden ja im Prinzip Tauben gegessen werden. Da will wir ja im Süden nie drauf kommen. Naja, also ich esse keine Tauben. Das ist schon mal gut. Da haben Sie, sag ich mal, schon mal einen Sympathiepunkt. Ja, ich esse lieber Hering oder Dorsch, Kabeljau oder wenn es gibt oder so Scholle, ne? Und Ja. wenn es die Nord- oder Ostsee hergibt oder so einen schönen Halbutt, das ist auch was Schönes. Da gehen Sie dann angeln, ja? Ja, Oh, das ist mache ja ich, mache ich. großartig. Das ist ein Ja, bisschen wenn man, wenn. unabhängig. Ja, naja, wenn man an der Küste so groß geworden ist, dann ist das, ja, man hat es ja vor der Haustür, wie soll ich sagen, Ja, ne? das ist wie bei uns mit den Wildschweinen und den Hirschen im Ja, Prinzip. ja, ja. Die Wildschweine sind bei uns rein doll, ne? Ich habe auch einen Onkel, der jagt, ne? Der hat so ein eigenes Revier, ne? Das ist so, na, das ist eigentlich nicht viel, ne? Das sind so 10.000 Hektar. Für Waldbesitzer ist das wenig, Ja, ne? das stimmt. Und, ne? Und weil bei uns im Norden wird ja durch diese, ja, hier hat man ja exzessiven Maisanbau jetzt die letzten Jahrzehnte betrieben, ne? Hat Da man haben was sich ja gemacht? die Wildschweine haben sich so vermehrt wie die Tauben in der Luft, ne? Oha, Also, das ja, ist ja das gut ist für halt den so, ne? Kilopreis, weil das ist ja immer, sagen wir, nicht immer erschwinglich, was Sie da aufrufen an Gebühren für so ein Wildschwein. Na, das ist oder so, das ist gekünstelt oder so, glaube ich, hergezaubert oder so, weil wenn es vom Angebot und Nachfrage gehen würde, ne, dann müsste Wildschwein günstiger sein als normales Schweinefleisch, weil es dann Überangebot gibt, ne? Aber Ja. das wird oder so dann in der hier Industrie für Tierfutter verarbeitet, ne? Das Wildschwein? Ja. Das ist ja eine Sauerei, wortwörtlich. Ja, das im wortlichen Sinne, ne? Na gut. Ich kann das nicht ändern. Ich rufe an. Ja. Eine Sache muss ich mal kurz fragen, Herr Maulwurf. Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch zu Schulungs- und Qualitätszwecken aufgezeichnet und zeitlich begrenzt gespeichert wird? Ja oder Das nein? war jetzt ein bisschen zu schnell. Ich hab das nicht Ja. verstanden. Sind Sie damit einverstanden, dass dieses Gespräch zu Schulungs- und Qualitätszwecken aufgezeichnet und zeitlich begrenzt gespeichert wird? Ja oder nein? Was heißt denn zeitlich begrenzt? Zeitlich begrenzt, also bei uns gibt es eine Qualitätskontrolle, ne? Das wird sich in 1 bis 2 Tagen das Gespräch angehört. Und wenn ich hier alles richtig gemacht habe, dann ist alles gut und dann wird das wieder gelöscht. Ne? Ja, das ist ja im Prinzip kein, wenn Sie da auch mit kein Problem mit haben, ist das in Ich Ordnung. habe da keinen. Nein, Gut. das muss ja auch alles ordentlich sein hier, auch am Telefon. Ne? Ja, weil Und zwar, ich ich rufe würde an. mich da ja, sagen wir mal, nachgestellt fühlen an Ihrer Stelle, wenn man da, sag ich mal, auf Schritt Naja. und Tritt da ja, sag ich mal, die Leute hinter sich hat,
Das hat ja schon genau aus. Ich habe da gibt es einen neudeutschen Begriff, das nennt sich Gangstalking. Da habe ich jetzt die Tage einen Artikel gelesen. Naja, wir sind ja doch alle irgendwie gläsern geworden, ne? So, sag ich mal, als Bürger. Ja, ich versuche das ja bestmöglich zu vermeiden, ne? Ja, das lässt sich leider nicht vermeiden, ne? Weil irgendwann muss man mal einkaufen, ne? Ich bin ja auch ein Fan oder so des Bargeldbezahlens, ne? Bloß, das lässt sich nicht immer überall durchsetzen, sage ich mal, ne? Ja. Weil, wenn Sie größere Anschaffungen machen, ne? Kein Mensch möchte oder so beim Kauf, ne, einer Waschmaschine oder eines Fernsehgerätes extra zur Bank gehen, ne, sich da die entsprechende Summe holen, ne. Das ist erstmal von der Zeit her aufwendig, ne. Ja, die jungen Und Leute haben ja alle keine Zeit mehr heute. das ist so, ne. Das Ja, ist das ist einfach so. erstaunlich, ne. Das ist erstaunlich, ne. Die haben alle keine Zeit. Wenn Sie sie mal fragen, ne, wo vertrödeln die meiste Zeit? Das ist mit ihrem Handy, ne? Und im Oh Internet. ja, oh ja. Sag Ne? mal, das Internet ist ja sehr hilfreich, ne? Sag ich mal, gerade Ja. wenn man nicht mehr so gut zu Fuß und mit den Augen ist, Ja. ne? Da kann einem das schon viel abnehmen. Aber ich Da sehe kann man das schon bei viel. meinen Enkeln, dass das halt Ja. auch seine Schattenseiten hat, weil man ja hier und da ganz schnell das Geld loswerden kann, ne? Es ist schon gefährlich. Also wenn man den Umgang, den ordentlichen Umgang nicht mit Geld gelernt hat, dann ist das Ja, gefährlich. aber Ne? selbst wenn, sag ich mal, wenn da so junge Menschen dann, sag mal, plötzlich auf den eigenen Hufen stehen und dann ist da Ja. irgend so ein Angebot, was sie gar nicht durchblicken können, weil sie nicht Ja. lesen können oder wollen oder nicht verstehen, was da steht, und das wird in der Schule ja auch nicht thematisiert, ne? Ne. Da habe ich Ja, das jetzt die würde noch Tage erklären. gehört. Da meine Nichte, ne, die ist jetzt einmal in der 5. Klasse, da sind sie im Unterricht den ganzen Tag über Afghanistan am Heulen. Aber sag ich mal, Ja. dass sie da irgendwie mal Verbraucherbildung durchführen, da ist ja leider Fehlanzeige, ne? Ja. Das ist schon wichtig, Verbraucherbildung, ne? Ja, Und natürlich. ich sage mal, ich bin noch die Generation, also die mit der Spardose groß geworden sind, ne? Oh Sie ja. wahrscheinlich auch, ne? Wir haben das Und noch da im hat man sich Garten das oder so, vergraben damals. ja, da hat man den Umgang oder so, man hat oder so gezielt oder so auf irgendetwas gespart. Das ist heute ab absurdum. Absolut. Ne? Alles auf Heute, Kredit oder ja, klauen gehen. Kredit geht auch, Ich sage wenn Ihnen, man die will. Tage, da wäre ich fast an Herzinfarkt verstorben. Na Da, nun. morgens in aller Frühe, da haben die bei mir an die Tür geschlagen, wie die Verrückten. Ich dachte schon, da ist irgendwas passiert, wo wir es gerade von Klauen haben. Da stand da so ein Kommando von der Polizei vor der Tür. Die hatten sich aber im Stockwerk geirrt. Ich habe da so einen Nachbarn, der klaut wohl wie so ein Eichhörnchen. Und da haben die den morgens ja überfallen im Prinzip, ne? Aber die sind erst bei mir an der Tür gestanden und dann war der schon abgehauen. Sowas muss man erleben, wenn man mit solchem Ja, Gesindel da zusammen wohnt. ja, man liest das von so oder hört davon höchstens aus der Zeitung oder sieht es im Fernsehen, ne? Aber selber möchte man nicht betroffen sein, ne? Denn Ja. so ein Irrtum, ne, das kann nur so fatale Folgen haben. Stellen Sie sich mal vor, die Kollegen, die wären da bei Ihnen mit Gewalt in die Wohnung, ne? Dann Ja. Hands up, ne? Und alle vermummt noch wahrscheinlich. Ja, das hätte nach hinten losgehen können, weil sag mal, ich bin ja auch mein Leben lang am Schießen gewesen und habe da auch diverse Sachen legal zu Hause. Sag mal, ich wäre dem Genau. Einbruch schon begegnet und dann wäre es hässlich geworden, Genau. habe ich zu dem auch Ich wollte gesagt. schon sagen oder so, ne? Dann hätten sie ihre Doppelbockflinte Ja, rausgeholt, genau ne? die habe ich Und ja immer zu Hause, ne? genau oder was? Und dann hätten sie denen mal eine Ladung da verpasst. Da hätte die Schutzweste auch nichts geholfen, ne? Nee, auf die Distanz wahrscheinlich nicht. Sag mal, da fliegt ja Ne. so eine Bache oder so ein Keiler. Die Ja. fliegen da schon ihre 7, 8 Meter und die sind ein bisschen Genau. schwerer als so ein Polizeibeamter. Denen will Genau. man ja auch nichts tun. Polizeibeamter, ja. Polizeibeamter, der besteht nur aus, naja, meisten Teil des ist Ausrüstung, ne? Ja, eben. Und ein Das schlauer sind ja Kopf junge im besten Kerle. Fall. Ja, na, das wollen wir mal hoffen für alle, ne? Ja, Alles sonst gut. wird's gefährlich. Aber es ist ja gut, dass Sie Sonst wird's gefährlich. gewartet haben, ne?
Ja, Und genau. wir haben, sag Herr ich mal, so Maubuch, einen Maurergesellen im Haus wohnen. Zu dem haben wir dann gesagt, er soll die Tür zumauern, dass der Idiot gar nicht erst wiederkommen kann, falls sie nicht fangen. Aber da hat er sich geweigert. Er wollte das ja. nicht machen. Ich hätte das bezahlt. Ja, wunderbar. Dann machen Sie das mal am Wochenende, das ist ja Zeit. Nee, Herr da bin Maubuch, ich ja ich muss nicht mehr an. geschickt genug für. Ich bin Ja. ja Schweinebauer gewesen früher, sag mal so mit dem Ja. Handwerklichen, da bin ich, sag ich mal, nicht ganz so begabt. Ja, alles klar. Gut, Herr Maulwurf, ich rufe an. Sie hatten sich, weil wir gerade vom Internet gesprochen haben, mal bei uns im Internet beteiligt. Und im Rahmen dessen haben Sie mal mit hier angehakt, dass Sie mal Informationen möchten zu einer Zahnzusatzversicherung. Deswegen rufe ich an. Wegen der Ziegenversicherung? Für eine Zahnzusatzversicherung für die Zähne. Zehn, ich hab Ziege verstanden. Was will der Nein. denn von mir? Ja. Na, Ja. ja, das ist ja also mal nicht uninteressant, ne? Ja, ich weiß nicht, oder so. Wollten Sie dazu mal Informationen haben? Ja, kann man das ja auf jeden Fall mal anhören. Ich bin ja Geschäftsmann, Ja. ich prüfe ja jedes Angebot, ne? Na genau, das muss man auch. Ich habe nur eine Frage, Herr Maulwurf. Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind Sie, ja? Ja, mein ganzes Leben Ja. lang schon bei der AOK im Genau, Prinzip. genau. Dann wissen Sie ja, dass die gesetzlichen Krankenkassen nur einen geringen Anteil beim Zahnersatz und Zahnerhalt Oh, leisten, ne? So. hören Sie auf, vor ein paar, ist meine Frau nicht da, lang ist es her, unseren Sohn quasi großgezogen haben, da haben wir noch so Husten- und Schnupfensäftchen einfach so gekriegt, da musste man nicht mal rein zum Arzt auf Rezept. Das muss man Ja. heute alles teuer bezahlen, geschweige denn die Teuer. Kauleiste oder wenn die Ja. Augen nicht mehr so wollen. Ne? Ich komme mir ja halt schon vor wie Genau, so ein genau. Pirat. Ich Ja. bräuchte auch bald eine Augenklappe, weil die ist Eine günstiger, Augenklappe. als wenn ich das, sag ich mal, richten lasse. Ne? Das bezahlen die ja Ja. auch nicht mehr. Ne, das ist das Problem, ne? So, und wir, Herr Maulwurf, rufen die Teilnehmer an, die sich hier mal für interessiert haben, ne? Und können hier eine Zahnzusatzversicherung der Ergo aus Nürnberg anbieten. Die Frage ist nur, ist akut was mit den Zähnen zu machen oder ist alles in Ordnung im Moment? Ich habe Sie akustisch gerade nicht verstanden. Ich meine, ich habe gefragt, ist aktuell was mit den Zähnen zu machen bei Ihnen oder ist alles in Ordnung Ne, noch? ich habe vorhin erst geputzt wieder. Also das nächste Mal ist dann nach dem Abendessen halt, nicht wahr? Ja. Ja, Alles klar, ja. ich meine oder so, ob was an Reparaturen bei den Zähnen ansteht. Also. Also ich habe jetzt, sag ich mal, das letzte Mal vor einem halben Jahr was machen lassen. Und ich habe Ja. jetzt die Tage nochmal, sag ich mal, den nächsten, sag ich mal, Routinetermin. Es ist Ja. jetzt ja nicht, dass da eine Vollsanierung ansteht, falls Sie das meinen. Genau, das war Nein, die Frage, nein. ne? Genau. Da immer Und gut drauf genau, wir. aufgepasst, ne? Weil wenn die Flinte mal nicht Genau. mehr so will, dann muss man einem ja auch mal die Kehle durchbeißen können. Naja, genau. Alles klar. Also, die Ergo-Versicherung aus Nürnberg, kennen Sie, ja? Nee, da bin ich noch nie gewesen. Bin ja immer, Nee. sagen wir, mehr so im nordwestlichen Teil beruflich unterwegs. Wir haben ja die Ja, Schweinefarm, die hatten wir alles in klar. Brandenburg. Ja, wunderbar. Die Ergo bietet Zahnzusatzversicherung an, und zwar einmal für, gibt es unterschiedliche Tarife, einmal für Zahnersatz und einmal für Erhalt, ne? Zahnersatz, das ist Krone, Brücke, Prothese, ne? Das ist immer die Basis. Und dann kann man hier noch zusätzlich Implantate mit absichern. Dann gibt es noch einen Zahnerhalttarif hier bei uns, und zwar da kann man so, also da bekommt man Leistungen für Inlays, Onlays, Für Zahnfüllung, was bitte? Wurzelparadontose. Bitte? Ich habe die Hälfte nicht verstanden. Also, es gibt noch Zahnerhalttarife, da werden so abgesichert Zahnfüllung, Inlays, Onlays, Wurzelparadontosebehandlung, ne? Das wäre damit bei. Und da Was kann man auch ist mehrfach im denn Jahr ein verzahnen. Inlay Onlay oder was Sie da gesagt haben? Ein Inlay, das ist so, wenn Sie zum Beispiel einen Zahn haben, ja, und Ja. zwar der ist ungleichmäßig zum Beispiel abgenutzt. Da ist dann zum Beispiel eine Mulde drin, so, ne, sagen wir mal eine Ja. Vertiefung, ne, die vielleicht nicht kariös ist, ne, und da wird dann nur so ein praktisch ein Gegenstück gemacht, sodass das mit dem Ober- oder Unterkiefer dann wieder plan ist. Also dass Sowas man nur so. geht. Das geht alles Ist ja heutzutage. Es Wahnsinn. geht alles. Ist alles machbar. Man Naja, kann früher heute haben wir mal Dübel, gedacht, um die Dübel. Jahreszeit würden wir jetzt schon fliegende Autos haben, aber immerhin kann man Zähne reparieren. Ja, genau. Und dann, es gibt sogar so Dübel und Schraube für die Zähne, ne?
Das ist ja dann aber Implantattechnik, oder nicht? Genau, das sind ja, dann Implantate dann, ne? Das ist ja im Prinzip so der Mercedes des Ganzen. Das ist so, ne? Genau. Ja, ja. Genau. Also da hat man dann also wirklich also hochwertigsten Zahnersatz und das ist auch eine wirklich sehr gute Sache. Ne? Und die kriegt genau. man dann bei Ihnen sozusagen komplementär oder kann wie man läuft also, das? Genau, was ich weiß nicht, ob Sie das persönlich brauchen, ne? Aber das die Kosten dafür kann man absichern, jedenfalls dafür. Das ist ne? ja nicht das verkehrt. Was wäre mir halt schon lieber als dieses Teil, das ich jetzt jeden Abend und morgen so rein und raus quälen muss, ne? Ja, ja. Haben Sie schon eine Prothese bekommen oder nur Brücke oder was? Ja, also Prothese im Prinzip, oben Prothese. Und unten. Gut, so, ne? Und genau, so etwas bietet Ergo an, also Zahnersatz. Und zwar ist das so, dann übernimmt die Ergo inklusive der Vorleistung der gesetzlichen Krankenversicherung 100% bei Regelversorgung. Regelversorgung, das ist, damit ist gemeint, Krone, Brücke, Prothese, das, nennt ja. man, das ist die Regelversorgung. Dann gibt's hier noch die Implantate, sind damit abgesichert und zwar mit 90%. So ein Implantat kostet ja heutzutage sage und schreibe bis zu 3.000 Euro. Also ja, braucht jemand mal Implantate, dann übernimmt die Ergo davon 90%. Bei 3.000 Euro sind das 2.700 Euro je Implantat. Oh, das ist eine gute ja. Summe, ne? Ja, naja. Also günstiger werden die nicht, das glaube ich nicht. Im Gegenteil, glaube ich. Ja, das war keine Kritik, das war schon ernst Nein. gemeint. Ja, ich verstehe. Will das schon, ja ne? nicht schlecht reden, was Sie mir da erzählen. Ja. Das käme ja nicht im Traum in den Gedanken. Nein, ich kann das ja nur vorstellen, ne? Gesundheit. Danke. Versicherungsschutz besteht hier weltweit, also Sie haben schon gehört, ne? Ich brauche gerade mal noch einen Schnaps, ich hab's heute so mit dem Hals. Ja. Dann trinken Sie mal einen. Zum Wohl. Zum Wohl. Nehmen Sie auch einen Jägermeister? Nein, danke. Was trinkt man denn im Norden so? Clan. Und was bitte, ein Clan? Clan, ganz ordinären Clan. Was denn für ein Clan? Na, zum Beispiel ein Getreideschnaps, ein Korn oder ein Kartoffelschnaps oder ein Wodka. Ach klar, ich bin bei Clan gerade gewesen, wie so ein Zusammenschluss, ja. eine Vereinigung, ein Clan. Nein, nicht Clan. Ich dachte ja gerade so, ne? was ist das denn? Ja. Hätte ja sein können, dass man da nur in Gemeinschaft, sag ich mal, konsumiert. So aus. Ja, sollte man. Wenn man alleine konsumiert, ne, dann ist das, na, kann man machen, ne, aber... Ja, was soll ich machen? Ja, kann man machen, ne? Also ich trinke auch gerne, kennen Sie das? Waldspaziergang. Als Sie sind ja Jäger, ne? Ja, ja. Da gibt es also Waldspaziergang, kann man trinken. Und wissen Sie, was das ist? Na, das erzählen ist, Sie wenn man mal. Ein Kräuter, ein Jägermeister, ne? Und einen doppelten Korn hintereinander trinkt. Das nennt man einen Waldspaziergang. Oh, das hört sich nach viel Freude an. Wahrscheinlich geht ja. der Kopf danach selbst auf den Spaziergang, nicht wahr? Ja, da freut sich der Kopf auf den Spaziergang. Ja, das ist ja großartig. Also, ich glaube aber, da habe ich leider nicht mehr die Inkredenzien dafür im Hause. Ich belasse das dann immer bei einem schönen Rum. Das habe ich mitgenommen aus dem Norden von den ganzen Seefahrern ja. im Prinzip. Ne? Ja, alles klar. Also beim Zahnersatz ist das so, ne? Also bei den Implantaten, ne? Hatte ich ja gesagt. Ja. Versicherungsschutz besteht hier weltweit, kann man auch im Ausland machen lassen. Wartezeiten gibt es hier auch keine. Das Einzige, was es hier gibt, das sind Aufbauzeiten. Also man hat hier je Tarifbaustein in den ersten 4 Jahren schon 1.000 Euro zur Verfügung. Danach gibt es keine Deckelung mehr nach oben. Das ist so gestaffelt. Im ersten Jahr hat man je Tarifbaustein 250 Euro zur Verfügung, dann 500 Euro, was man nicht verbraucht. Nimmt man mit, so ergeben sich in den ersten 4 Jahren je Tarifbaustein 1.000 Euro. Danach gibt es keine Deckelung mehr nach oben. Also ne? pro genau. Jahr dann prinzipiell. Pro Jahr, genau. Ja. Ne? Genau. Sie sind 1946 geboren, ist richtig, Jawohl. Ja? Genau, da wäre der monatliche Beitrag hier 35 Euro. Und dann kriege ich neue Beißer im Prinzip. Da kann man sich dann nur so... die Implantate machen lassen, ja, genau. Ja, gibt's da, sagen wir mal, mengenmäßig, sag ich mal, eine Deckelung. Ja, also in den ersten 4 Jahren habe ich ja erklärt, ne? Also bei den Anschluss dann. Bei den Implantaten gibt es keine Mengenbegrenzung, ne? Das ist schon mal gut. Je Implantat, was man da bekommt, ne?
Also genau. Kann ich mir die ganze Schnute, wie man im Norden sagt, vollballern mit den Dingern. Wenn man das mag, ja. Ja, das gerne, ist, ne? Langzeitmäßig wäre das nicht verkehrt, weil ich habe da mal beim Arbeitsunfall sei mir fast alles verloren. Der Rest musste entfernt werden. Ich habe jetzt im Prinzip oben wie unten sei mir Vollprothese. Und das geht mir tierisch auf den Nerven. Erst die Tage im Restaurant, ne? Da habe ich mich mal nach 13 Monaten mal wieder rausgetraut, weil Essen auf Rädern nicht kommen konnte, die waren krank. Da ist mir die das am Fisch hängen geblieben. Das ist mir so peinlich gewesen. Ja. Ne? Das ist nicht Prothese besonders. Haben sie aber bekommen oder was? Also und aber damit sind sie nicht so richtig zufrieden. Nee, das ist eine mehr Menschenschinderei als hilfreich, nicht wahr? Ja, na gut, oder so. Also das kann man machen, ne? Wie gesagt, oder so mengenmäßig bei den Implantaten gibt es keine Begrenzung, ne? Ja. Wie gesagt, das sind zwei Tarifbausteine, ne? Nach 4 Jahren hat man den vollen Versicherungsschutz, erklärt hatte ich da alles, ne? Ja, richtig. Und dann kann passieren, was für. Beitragserhöhung gibt es hier auch keine so mehr bei Ihnen, ne? Also es würde bei diesem Beitrag bleiben, ne? 35 Euro. Ja, und das wäre es dann eigentlich. Wie finden Sie das, gut oder nicht gut? Ja, sag mal, die Aussicht auf vernünftigen Kauapparat ist, sag ich mal, natürlich sehr verlockend. Ich wollte mich da ja schon lange drum kümmern, aber mein diebischer Betreuer, der hat mir das ja bisher immer, der hat ja die Finanzhoheit, der Drecksack. Ach so. Der hat mir das ja im Prinzip immer verunmöglicht. Und dann nehme ich das jetzt einfach wieder selber in die Hand, ne? Hab ich ja nicht umsonst. Haben Sie denn noch, oder so, sind Sie denn noch in gesetzlicher Betreuung, oder wie läuft das? Ja, der geht mir, also können Sie mir ja gar nicht vorstellen, wie sehr der mir auf die Nerven geht. Den habe ich im Prinzip an der Backe. Seit ich damals im Prinzip aus dem Gefängnis entlassen wurde, haben die mir den beigestellt. Und seit meine Frau gestorben ist, bin ich dem ja völlig hilflos ausgeliefert im Prinzip. Ja. Ich habe ja auch schon mal überlegt, ob ich dem eine Ladung Schrot verpasse. Aber die haben mir ja auch die Sachen weggenommen mit der Zeit. Der hat das gutgläubig mal gezeigt. Weil ich konnte meine Brille nicht finden und die routinemäßige Reinigung vom K98 stand an. Und da hat er erst mal festgestellt, dass ich ja Schusswaffen habe. Ich habe da ja, sag mal, auch sämtliche Legitimationen für. Ich treffe auch noch besser als jeder Jungsbund, mit Sicherheit. Aber der wollte das nicht und dann haben die mir das alles weggenommen. Und ich bin immer noch am Klagen dagegen. Alles gut. Na, dann geht's leider nicht, ne? Wenn Sie einen gesetzlichen Betreuer oder so zur Seite gestellt hat, dann können Sie ja keine Verträge machen hier, Herr Maus. Ja, das muss er ja nicht wissen, ne? Nee, das geht nicht oder so. Ich schicke Ihnen das Geld im Umschlag, ne? Und dann können wir das machen. Das ist ja hier wie damals in der DDR, da haben wir, sagen wir, die Bückware gehabt. Und dann würde ich Ihnen das, sagen wir mal, monetär auch zur Verfügung stellen, ne? Alles klar, Herr Mauro. Ja, nee, machen wir das? Leider nicht, ne? Das geht leider nicht, ne? Dann bedanke ich mich, Herr Maulwurf, wünsche Ihnen alles Gute, ne? Bleiben Sie gesund und guten Appetit. Jetzt hat er einfach aufgelegt. Ja, damit kriegst du sie immer. In dem Fall natürlich kein klassischer Betrugsversuch. Die machen schon, in Anführungszeichen, ehrliches Business. Das Problem bei diesen Werbeanrufen, wo ich dann auch die Namen rausschneide, weil er hat ja keinen Betrugsversuch in der Form begangen, ist eben, diese Firmen nehmen ein Schweinegeld in die Hand, um Datensätze zu kaufen. Von den Seiten, die ich euch in Datenfallen erkennend vorstelle, wo sich diese betrügerischen Portale halt als Pampers, McDonalds, Wodka Gorbatschow oder was auch immer präsentieren, damit die Leute da gutwillig ihre Daten eingeben. Und die unterstützen damit im Endeffekt dieses Geschäftsmodell und ermöglichen es dadurch, dass sie Daten da einkaufen, leider erst. Ist echt schade. Aber der Typ ist immerhin durchgängig ehrlich und freundlich geblieben, aber nichtsdestotrotz illegaler Werbeanruf. Leider Gottes. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß mit Herrn Maulwurf.